Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gothic 1, heute mit Gorn. Gorn hat nichts zu sagen. Auf in den Kampf! Doch, Gorn hat was zu sagen. Er schreit auf in den Kampf. Wir haben schon alles getötet, Gorn. Komm mit, bester Mann. Bester Mann, wir stehen hier vor dieser Klosterruine, oder? Gorn, war es eine Klosterruine? Flüster es mir ins Ohr. Komm, komm, sag mir. Ja, er hat Klosterruine gesagt. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Okay. Hier, Bieste. Ihr kommt da rein. Ups. 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 Oh Gott. Jetzt habe ich die einzigen Kreaturen, die da reinkommen, getötet. So, wie kommen wir jetzt da rein? Ich könnte jetzt so tun, als wüsste ich nicht. Aber. Und so tun, als wäre ich jetzt richtig klug und würde draufkommen: Hey, in der letzten Folge, da hab ich doch, was gefunden, ne? Verwandlung Fleischwanze. So heißt der Zauber. Jawohl, hier sind deine Fleischwanze. Seht es euch an. Da gehen wir jetzt durch. Und da ist ein Tor. Ah, ich meine eine Winde. Aber ich will zu den Snappern. Komm schon, lauf, kleiner Panzer. Kommt schon. Ich töte euch, ich greife euch an. Mit meiner überwältigenden Macht. Der Macht von 8. Nein, es sind 10 Beine. Spürt meine Kraft. Okay, ich kann keine Waffe ziehen. Bitte zertritt mich nicht, Snapper. Oh, sieht er nicht gut aus. Oh, wie detailreich. Und wir können uns in seiner natürlichen Lebensbahn begeben. Gott. Oh Gott, ich wäre so ein guter Tierforscher. Oh, ist der nicht süß? Oh, ich bin so überwältigt. Und ich mich jetzt hier unter seinen Beinen. Das ist eine Echse, er hat keinen Schniedel. Ich mich jetzt hier unter seinen Beinen zurückverwandle. Was wird passieren? Nichts. Wir verwandeln uns daneben zurück. Ja, Schlitz. Komm schon. Ins Gesicht. Leute. Als Fleischwanze habt ihr mich auch noch gemocht. Was ist denn los? Seid ihr Rassisten, ne? Die Nazi-Snapper, ne? Nazi-Snapper, das merke ich mir. Das merke ich mir. Ihr werdet noch was hören. Denn die NS-Zeit ist vorbei. Das ist rum. Der Hase ist abgelaufen. Okay. Wir hatten jetzt Spaß mit Nazi-Snappern und mit Gorn. Aber jetzt gehen wir wieder zu Gorn. Gott, ich habe das Unmögliche möglich gemacht. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. Los, Gorn. Los, Gorn. So, was tun wir jetzt? Wir könnten dahinter checken und sehen, dass da nichts ist. Oder Gorn? Tun wir das? Kommst du mit? Put, 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 put. Komm bei Fuß. Braver Gorn. Wir könnten hier hinaufchecken zur Fokusplattform und herausfinden, dass da nichts ist. Und Gorn gibt Sieht Kommentare. Sieht aus wie ein Podest für irgendetwas. Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst.
Nein, nein, das glaube ich nicht. Das hier ist eine Plattform. Als würde irgendjemand einen Fokus auf einer Plattform positionieren. Nein, 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 das ergibt alles keinen Sinn für mich. Das ist erstunken und erlogen. Ja, Gorn ist da. Es muss hier doch noch mehr Möglichkeiten geben. Oh, dieser detailreiche Himmel. Oh, dieser Stein. Der schönste Stein in der ganzen Kolonie ist das. Oh, was gibt's hier denn? Da ist eine Höhle. Mit Nazi-Snappern. Dabei sind sie doch weiß. Ah, stimmt, das passt ja zu Nazis. Das passt ja. Leute, ihr seid nicht blond. Habt ihr blaue Augen? Das würde mich jetzt interessieren. Ich schau mir die Aufnahme dann nochmal an. Weil wir hatten ja so ein Snapper-Gesicht ziemlich nah. Aber na gut, es sieht grünlich aus. Sie haben grüne Augen. Ja, grün ist auch fast blau. Der Nazi-Snapper. Komm, Gorn. Komm, Gorn. Halten wir uns nicht weiter mit Snappern auf. Snapper. Und begeben wir uns in diese Höhle. Lalala. Ein Schattenläufer. Gorn, Angriff! Komm schon. Bester Gorn. Bester Gorn. Hast du den schon gekillt? Das ging ja viel zu schnell. Gorn, was tust du hier? Na ja gut, ich hab's auch provoziert. Was verbirgt sich in der Tür Nummer 1? Moment, Moment, Moment. Was? Wieso bin ich jetzt innen? Verdammt. Verdammt. Egal. Eine Wolf- und eine Scavenger-Verwandlung. Ja, zum Falle. Schmöf. Schmöf. Wer braucht das schon? Fokus aus der Klosterruine. Einer der 5 Hoki, die zur Erschaffung der magischen Barriere benutzt wurden. Jawohl. Du hast dein magisches Artefakt also gefunden. Ja, ich muss den Fokus zu den Wassermagiern bringen. Sie brauchen ihn. Ich werde dich noch etwas begleiten. Jo, tu das, Gorn. Tu das. Ich war gerade, ja, seht ihr das? Die Truhe ist noch offen. Ich war gerade mit dem Plündern beschäftigt. Was verbirgt sich in der Tür Nummer 1? Ein toter Schattenläufer. Gorn, Gorn, das ist eine Tür. Gorn, kommst du? Gorn. Gott, wo ist er jetzt hin? Da ist er. Gorn, komm doch. Ja. Auf in den Kampf. Ja, Gorn, bester Mann. Sehr gut. Sehr gut, ich hatte schon Angst. Ich habe jetzt gezittert, dass Gorn wieder durch irgendeine Wand gerutscht ist oder so. Das ist mir alles schon passiert. Bester Gorn, bester Gorn. Jawohl, schaut ihn euch an, wie er läuft. Das ist ein echter Kerl. Der vertritt noch Werte. Der vertritt noch Werte. Gott, da ist ja noch ein Troll. Gorn, komm her. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Riesenvieh dort drüben? Wo kommt das denn her? Sieht aus wie einer dieser fast unverwundbaren Trolle. Allerdings etwas kleiner. Wie auch immer. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir an diesem Biest vorbei. Die fast unverwundbaren Trolle. Los, Gorn. Sturmangriff. Komm schon. Was habe ich dich eigentlich? Charge. Komm schon. Jawohl. Oh, 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 oh. Ja, Gorn macht Schaden. Sehr gut. Sehr gut. Ich mache anscheinend einen. Oder zwei.
Sehr gut. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, wir haben das Monster bezwungen. Doch wenn das nur ein junger Troll war... Dann willst du wohl einem ausgewachsenen Exemplar lieber nicht zwischen die Finger geraten. So in etwa. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde noch eine Weile bleiben und herumstöbern. Doch wir werden uns sicher wiedersehen. Bis dann, mein Freund. Junge. Wir haben doch schon einen ausgewachsenen Troll erledigt. Was ist denn los mit dir? Du bist so unentspannt. Der Trick bei ausgewachsenen Trollen ist, man muss sie schrumpfen. Ja. Easy peasy. Und man sollte seinen Schrumpfzauber vielleicht nicht für kleine Goblins verschwenden. Weil die sind ja schon klein. Die versinken dann nur im Boden. Okay, nachdem wir jetzt diesen wunderbaren geilen Akt der Bergsteigerei hinter uns gebracht haben, sind wir hier vor einer weiteren Schlucht. Und wir haben hier eine Säule, die man zwar umstoßen kann, aber es geht nur in die... Oh Gott, ich fall. Verdammt, wo habe ich gespeichert? Vorm Troll. Bitte sag vorm Troll. Nein, vor der Höhle. Vor der Höhle. Okay, kleiner Cut. Und da sind wir wieder vor unserem heutigen Endgegner, der Klippe und der Säule. Die ich jetzt nicht nochmal versuche umzukippen, weil sie fällt in diese Richtung ungefähr. Und es bringt einem überhaupt gar nicht. Es bringt einem nicht das Geringste, aber mit einem Geschwindigkeitstrank und einem schönen Sprung kommt man darüber. Dieser Truhe. Es raunen sich Mythen um diese Truhe. Wir benutzen eine Links-Rechts-Kombination, easy peasy, und haben noch eine Verwandlung Mallrat bekommen. Der Rest ist uninteressant. Und dann sehen sie hier hinten. Ja, ich sollte mal aufhören, euch immer zu siezen. Dann sieht man hier im Horizont eine Turmruine. Das und ein Schiffswrack. Das ist der sagenumwobene Nebelturm. Aber es werden noch ein, zwei Folgen vergehen, bis wir ihn aufsuchen. Wir gönnen uns einen Teleport. Einen ins Sumpflager. Kavusch. Wie gut das funktioniert hat. Bald hören, mein Freund. Erwache. Moin. Nö, der hat nichts zu melden. Was sind jetzt hier? Oh Gott. Ich bin schon wieder voll falsch. Leute. Dieses Inventar. Fokuskarte von Saturas. Aha. Und zwar gehen wir jetzt zu dem Fokus. Dem letzten, der uns fehlt. Und der ist... Da in der Mitte, zwischen Sumpf und neuem Lager. Hinfort, Talas, bester Freund, red mit mir, kannst du mich führen? Führ mich zum nächsten Fokus. Erwache. Moin, okay, der kann uns nicht führen. Und der Geschwindigkeitstrunk ist ausgelaufen. Oh mein Gott, was sollen wir jetzt nur tun? Interessant. Balnabi. Erwache. Moin. Hat auch nichts zu melden. Was sagen unsere Lernpunkte? Charakter. B. 40 Lernpunkte. Leute, wir haben Großes vor. Wir gehen zu Koranga. Koranga, unserem Boss. Ist der noch da oben? Nein.
Sieht nicht so aus. Wo ist jetzt eigentlich Iberion hin? Okay, nicht vergessen, nicht vergessen. Wir wollen zu Koranga checken. Der hier stand. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er hier. Koanga, wo bist du hin? Und wo ist Iberion? Wo ist der Bub? Und was machen eigentlich seine Nutten? Die Nutten sind auch da. Hey, Natalia. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Alter, klapp. Geht doch. Die fächelt einen Stuhl. Kann man sich da hinsetzen? Jawohl. Ah. Gott, ich will die Kamera drehen. Ich will... Okay, ja gut. Dann drehen wir die Kamera nicht. Natalia, wedel uns. Wedel uns. Los. Tu dein Bestes. Gott, ich würde es so gern von vorne sehen. Andersrum geht's nicht. Nein, es geht nicht andersrum. Oh Gott, ist er das? Ach, da liegt er jetzt. Iberion. Offiziell ist Iberion tot. Haben wir die Kiste schon geklaut? Nein. Überlegen. Rechts. Rechts, links. Rechts, links. Ach. Rechts, links. Rechts. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Nein, zweimal rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Sehr gut. Und wir haben ein bisschen was zum Kiefern und Erz. Oder gönnen wir sie ja richtig? Iberion, was machst du jetzt hier? Offiziell bist du ja tot. Lassen die ihre Leichen hier den Tempel gemäuern, verdorren oder was? Ich weiß es nicht. Was magst du? Du siehst so allein aus. So. Na toll. Ich habe jetzt gehofft, der Stuhl zeigt in ihre Richtung. Wie geht's dir? Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Okay, Charny. Wieso? Wieso? Geh schon. Du darfst nicht mit mir... Ja, wieso denn? Wieso darf ich nicht mit dir reden? Ich bin hier der Oberbabo. Also nach Koanga natürlich. Wieso hängt hier nicht Koanga jetzt rum? Als neuer Anführer? Naja gut, weil Koanga ein Boss ist. Koanga ist der Megaboss. Ein richtig krasser Kerl. Der hatte auch nichts zu sagen. Checken wir mal weiter. Oh, in Krautlabor von Typi. Wie heißt der? Der verstrahlte Typ, für den wir Sekret besorgen müssten. Der verstrahlte, keine Ahnung. Chor, schieß mich tot. Ja, ihr wisst schon, der Typ, für den wir das Sekret, der so scharf auf unser Sekret war. Ich möchte Schriften. Was hast du Schönes? Geschwindigkeitstränke, aber wir haben noch ein paar. Ringe, Ringe. Runen. Freundlich stimmen. Ja. Nein, das... Davon fühle ich mich jetzt auch nicht so angetan. Oh. Wunderschöne Leiter. Okay, da ist er ja, unser... bester Mann. Koanga. Ach Gott. Heute... Jetzt gehen wir so Oberkante, ja? Zweihänder, Stufe 2. Das gönnen wir uns jetzt, oder? Das gönnen wir uns. Ja, hopp. Ich möchte mehr über den zweihändigen Kampf lernen. Den Tanz mit der Klinge beherrschst du nun. Jetzt werde ich dir die Meisterschaft des Kampfes zeigen. Nutze deine geistige Kraft, um die Bewegungen des Gegners vor dem Angriff zu erkennen. Zu wissen, wie dein Gegner kämpft, ist der halbe Sieg über ihn. Genau. Sei schnell.
Deine Bewegungen müssen überraschend und fließend sein. Deine Schläge präzise und hart. Lerne, den Schmerz zu ignorieren. Dein Wille ist es, der letztendlich über den Ausgang des Kampfes entscheidet. Bewahre die Ruhe. Nur wenn du ruhig und konzentriert in einen Kampf gehst, wirst du ihn auch überleben. Setze dein Talent mit Vorsicht ein und denke daran, wer den Kampf fordert, kommt durch den Kampf um. Wer den Kampf fordert, kommt durch den Kampf um. Yo, der Junge vertritt noch alte Werte. Irgendwie hatten wir jetzt mit Gorn und Koranga in dieser Folge zwei richtig krasse Typen am Start. Moin! Erwache! Moin! Gibt's schon eine bessere Rüstung? Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich könnte dir eine bessere Rüstung zuteilen. Doch dafür musst du einen großzügigen Beitrag an die Bruderschaft spenden. Okay. Ich möchte eine schwere Templerrüstung haben. Du bist noch nicht so weit. Oh. Bewähre dich erst noch weiter für unsere Gemeinschaft. Dann wird dir auch das Recht zuteil, solch eine erlesene Rüstung zu tragen. Was muss ich denn tun, um mich würdig zu erweisen, Junge? Ich habe einen Troll getötet und einen Goblin geschrumpft. Junge, sei halt nicht so. Wo geht's jetzt hier überhaupt wieder raus? Ich bin verwirrt. Das Sektenlager ist unübersichtlich. Oh, da. Und Fallschaden. Jawohl, ordentlich. Das hatten wir, das hatten wir vorhin, dass ich eine Klippe runtergefallen bin. Naja. Halb so wild, alles cool, alles easy peasy. Und das, Leute, das war's. Die Folge ist vorbei. Ich muss euch schon wieder verlassen. Wir brauchen noch diese Ding-Ding-Glocke. Ich habe immer noch keine Glocke besorgt. Wir brauchen unbedingt eine Glocke. Ich komme nicht mehr weiter ohne. Ich habe hier auch echt nichts rumliegen, was auch nur entfernt nach einer Glocke ausschaut. Ich hätte ein Säckchen, so. Ding-Ding, Ding-Ding. Also Abo und so, ihr wisst ja, wie es läuft. Kommentare, the fuck, Likes, keine Ahnung. Haut raus, man sieht sich.